Erwartet nicht zu viel von meinen Liedern. Es geht ein Klang von Kälte durch die Welt. Die Ohren der Genossen sind geschlossen. Und ein Lied, wer hört das noch? Wen stört das noch? Erwartet umso mehr von harten Menschen. Wer einmal quält, wird's immer wieder tun. Qual nach Plan, den Gewohnheitshass lernt jeder leicht und Nachwuchs gibt's en masse. Geh und sing einmal ein Lied, nimm Präsidenten vor. Er dankt es dir und bleibt der gleiche, der er war. Sing ein Lied für Flüchtlinge, für jemand, der im Zuchthaus langsam stirbt, für Kinder, die die Fürsorge verdirbt. Für einen im Verhör der Polizei, für Gepeinigte, Gesteinigte. Egal wohin man singt, es bleibt belanglos. Das Leben schreit die stärkere Musik. Die Menschheit wird sich eines Tages befassen. Zusammenhänge da und dort erkennen. Die Wahrheit in gemäßer Art erzählen. Das Ende ihrer Knechtschaft proklamieren und überall bei Reich und Arm wird's weise sein und warm. Die Lieder werden nur daneben stehen dabei und ganz vergeblich sein. Ansammlung von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und nur selten amüsieren. Um gleich alle zu beschreiben, fehlt die Zeit hier momentan. Und so führe ich noch einige als Beispiel an. Alles nichts wie Scheiße, sprach der Staatssekretär. Alter Leute, Steiße, riechen ordinär. Und wenn sie da sitzen und Behörde schwitzen, kriecht ein Furz durch den Mund. Er niest und er schnaut und er ächzt und er sprüht. Und dann wird es auch dem Minister zu dumm. Er macht eine Pause, möchte gern nach Hause, hält sich den Bauch und dann lässt er den Furz an der richtigen Stelle heraus. Und jetzt ist der Furz nicht mehr nur Geschwätz, sondern ein Gesetz. Zwar noch immer Scheiße, aber präzisiert. Daher wird der Furz jetzt sauber registriert. Kommt in eine Mappe mit einer großen Klappe und einer Nummer am Schoß. Trifft auch ganz kurz Brüder gefurzt und kriegt einen Stempel, dem geht jeder auf den Leim. Nehme ich das Wort geheim. Er kommt ins Parlament, da wird er manchmal gerochen, aber impotent wird über ihn debattiert. Dann sagt ein Redner, hohes Haus, dieser Furz muss raus. Und das sind die richtigen Worte, die kriegen viel Applaus. Dann wird der Furz dem Volk geschenkt. Alles nichts wie Scheiße, sprach der Staatssekretär. Aber diese Scheiße ist nun im Verkehr, weil sie so bequem ist, weil sie kein Problem ist. Schlucken wir sie ganz frei, furzen dabei selber entzwei.
was uns zum Menschen macht, anstatt nur zum Vieh. Ja, das ist Demokratie. Von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und nur selten amüsieren. Um gleich alle zu beschreiben, fehlt die Zeit hier momentan. Und so führe ich nur einige als Beispiel an. Ich sitz oft zu Hause, wenn Dämmerung beginnt, doch zünd ich die Lampe nicht an. Ich gedenke der Jahre, die hinter mir sind, und frage mich ehrlich sodann, wen soll ich für das, was ich bin, dankbar sein? Der Schule? Dem Zufall? Dem Glück? Nein, mein Dank, der gebührt einer Frau ganz allein. Und an sie denk ich immer zurück. Mütterlein, Mütterlein, du warst mehr als Gold und Geld. Man kann beinahe sagen, ohne dich wär ich heute nicht auf der Welt. Mütterlein, Mütterlein, oh wie gut warst du zu mir. Pokerspielen und Motorradfahren, all das kann ich nur von dir. Nie warst du mit mir despotisch. Was du nahmst, das nahmst du schnell. Glücklich war ich und neurotisch, sorgenfrei und kriminell. Nie ließ du mir etwas fehlen. Nein, es war dein stiller Brauch. Was benötigt wird zu stehlen, was man nicht benötigt auch. Als ich bei Herrn Meier einbrach, zeigtest du mir jeden Schritt. Als ich mir dabei ein Bein brach, da nahmst du die Beute mit. Messer immer scharf zu schleifen, brachtest du mir Liebe bei. Nie Revolver anzugreifen, außer gegen die Polizei. Mütterlein, Mütterlein, war mir je etwas nicht klar? Hast du alles mir genau erklärt? Nur nicht, wer mein Vater war. Warum kannst du heute nicht mehr bei mir sein? Wie gern hätte ich dich noch gehabt. Doch du brachst vor 2 Jahren in die Landesbank ein und dabei haben sie dich geschnappt. Du sitzt hinter Gittern und sehnst dich heraus und glaubst gar, man lässt dich im Stich. Nein, nein, Mütterlein, Mütterlein, mach dir nichts draus. Die Landesbank knack ich für dich. Mütterlein, Mütterlein, weilst du jetzt auch fern von hier? Weiß ich doch, es wird nicht lang so sein. Eines Tages komm ich zu dir. Kinderlein, Kinderlein, darum sage ich euch heut, habt ihr Freundesgeld, versaufet es. Habt ihr Schwesterlein, verkaufet es. Habt ihr Kinderlein, verjaget sie. Habt ihr Ehefrauen, erschlaget sie. Doch habt ihr noch ein Mütterlein, macht ihr recht viel. Habe ich geschlafen? Habe ich geträumt? Habe ich nicht acht? War es eine Fliege, die mich plötzlich geweckt hat? Oder der Sessel, auf dem ich saß, hat er gekracht? War es eine Hupe, die von fern mich erschreckt hat? Jedenfalls tut es mir leid, wenn ich schlief, denn es ist doch erst 9:45 Uhr. Lange vor Mitternacht, also zu zeitig, um endgültig schlafen zu gehen, war ich zu müde.
war ich passiv. Ging etwas schief, während ich schlief. Dreh das Fernsehen ab, Mutter. Es zieht. Und der Abend ist zu schön für solche Sorgen. Und das morgige Programm beginnt erst morgen. Ich weiß schon heute, was man da sieht. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Auf den Bäumen wachsen nachts verbotene Früchte. Hinterm Haus erzählt man hässliche Gerüchte. Erst nur ein Wort, später ein Lied. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Man verbot jetzt April und Musik in A-Dur und begoss unsere Straßen mit Leim. Jeder Bürger erhält eine goldene Uhr, nur das Wetter bleibt weiter geheim. An der Staatsgrenze streicht man die Schlagbäume weiß und man muss jetzt die Brötchen verzollen. Unser Nachbar bekam einen Förderungspreis, damit andere auch einen wollen. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Und die Würmer in den Äpfeln stehen schon strammer. Und der Kammerdiener kommt aus seiner Kammer. Geh mir zu Bett, eh was geschieht. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Jeder Feldmarschall kriegt ein besonderes Dekret. Was er tut, geht sofort als verjährt. Man lässt trotzdem die Strafanstalt stehen, wo sie steht. Sie wird einfach zum Irrenhaus erklärt. In der Ferne, wo niemand erkennen ihn kann, geht ein Mann auf und ab ohne Ruhe. Ich gehe hin und, mein Gott, ich bin selber der Mann und ruf einsam und leise mir zu. Hab ich geschlafen? Hab ich geträumt? Gab ich Acht? War es eine Fliege, die mich plötzlich geweckt hat? Oder der Sessel, auf dem ich saß? Hat er gekracht? War es eine Hupe, die von fern mich erschreckt hat? Jedenfalls tut es mir leid, wenn ich schlief, denn es ist doch erst 9:45 Uhr. Lange vor Mitternacht, also zu zeitig, um endgültig schlafen zu gehen, war ich zu müde? War ich passiv? Ging etwas schief, während ich schlief? Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Auf den Feldern reift das gestrige Gemüse. Die Antennen wachsen langsam durch die Wiese. Wer noch jung ist, wird schon jede Woche zäher. Und die Tränenlieferanten kommen näher. Irgendwer schreit, irgendwer flieht. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Dreh das Fernsehen ab. Es zieht. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, sehe ich gern zum Fenster raus. Die Straße an oder vis-à-vis das Haus. Das ist das achte Haus und es ist wirklich sonderbar. Ich wollte es einmal schon beschreiben, aber dann ließ ich es bleiben, denn vielleicht war es gar nicht wahr. Aus einem Fenster dringt jede Nacht ein fahler Schein. Wenn man sich etwas reckt, sieht man in den Raum hinein. Was da drin geschieht, ach, wer hätte das geglaubt? Ist das normal? Ist das legal? Ist das erlaubt? Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht. Warum auch nicht? Sie hätten sonst die Nacht nur schlaflos zugebracht. Wie sie sich wiegen und verbiegen und schmiegen bei der Wein.
Ein jeder Schritt muss bei dem Rhythmus ein Vergnügen sein. Und Sterne blitzen, Wolken schwitzen, der Nebel färbt sich rot. Eine Alltagsfliege träumt vom Siegen, ehe sie erwacht. In den Spelunken wird getrunken und der Bäcker backt das Brot. Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht. Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht. Die suchen so weit nicht nach Kobalt, auch wenn der Globus kracht. Die bringt kein greller Pfiff nach Tel Aviv, nach Kairo, nach Korinth. Die ruft kein Muezzin zum Suez hin. Die bleiben, wo sie sind. Und Hunde heulen, Wundereulen legen Eier in den Turm. Man hat Affären mit Millionären, meist auf einer Yacht. Doch spuckt den Ozean ein Lotse an, dann gibt es einen Sturm. Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht. Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht. Sie sind vereint und wie mir scheint, die eine weint, die andere lacht. Den Straßenkehrer mit Gesellen plagt die Szenerie. Jedoch ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Ja, der Neandertaler wandert, allerdings noch ohne Ruhe. Und fragt die Leute, wie weit sie's heut seit seiner Zeit geschafft. Man gibt dem Araber sein eigenes Dromedar, aber wozu? Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht. Mitten in der, mitten in der, mitten in der, mitten in der, mitten in der Nacht. Wir wollen zur guten Stund ein Wanderliedchen singen, von Tal und Berg und Himmelswerk, von Feld und grüner Flur. Dies Wanderliedchen soll euch allen Freude bringen. Oh, schätzen es und setzen es in Einklang mit Natur. Eine Wanderniere wandert durch die Welt. Holleri, hei ho, holleri, hei ho, denn nun ist sie nicht mehr ständig angestellt. Holleri, hei ja ho, durch die Rippen zerfällt ein, über Stock und Gallenstein, grüßt sie schneller eine Zelle auf dem rechten Hüftenbein. Und dann heiter, gleich weiter, holleri, ja, hei ho. An der Gabel, unterm Nabel steht sie still. Holri, hei ho, holri, hei ho, weil sie dort ihr Nabelfrühstück essen will. Holri, hei ja ho. Auf der Milz wächst ein Pilz, auf der Leber sitzt ein Fleck und die Lunge, Junge, Junge, ist zum größten Teil schon weg. Aber heiter, immer weiter, holri, ja, hei ho. In der Halle links der Galle zahlt sie Mord. Holleri, hei ho, holleri, hei ho, und sie sieht ein Stückchen Himmel durch die Haut. Holleri, hei ja ho, einem dringenden Bedürfnis konnte sie dort nicht widerstehen, einem Knochen namens Jochen hätte sie beinahe übersehen, aber heiter, immer weiter, holleri, hei ho. Ringsumher war plötzlich alles still und stumm. Holleri, hei ho, holleri, hei ho, nur ein Blutkörperchen flüsterte, warum? Holleri, hei ho. Auch der Magen schien zu sagen, gute Nacht, ich geh zu Bett.
und das Herz war still und lag ein bisschen schief in seinem Fett. Nur die Niere wandert weiter, immer weiter, denn das Wandern ist der Niere, Niere Lust. Mit Geschwadern feiner Adern durch die Schwärme der Gedärme, über Knochenmark und Schulterblatt zur Brust. Immer weiter, immer weiter, kommen wir ein. Immer weiter, immer weiter, kommen wir ein. Wenn ich sie sehe, dann lacht mir gleich die Seele im Leib. Sie ist ein herrliches Weib, sie ist ein einziges Weib. Aber ach, sie kann nicht kochen. Sie hat eine obere Partie und eine untere Partie und eine Anatomie wie eine Strauss-Melodie und eine Physiognomie und eine Geografie. Aber ach, sie kann nicht lesen. Nun habe ich einmal meinem Mütterlein versprochen, ich nehme nur eine, die kann ausgezeichnet kochen. Und meinem Vater, weil er wäre bös gewesen, habe ich gesagt, ich nehme nur eine, die kann lesen. Und meine Eltern mögen sie in Frieden ruhen. Ich will sie ehren, doch was soll ich denn tun? Sie ist ein herrliches Weib, sie ist ein himmlisches Weib. Und wenn ich denke, wie ich mir jetzt die Nächte vertreibe, damit sie mich besucht, wie ich zu Hause dann bleibe. Aber ach, sie kann nicht schreiben. Sie hat eine linke Portion und eine rechte Portion. Und die sind beide Synchronen einer Luxusfasson. Sie ist eine Inspiration und eine Revolution. Aber ach, sie kann nicht denken. Ach, warum kann der Himmel mir nicht eine schenken? Die wäre ganz genau wie sie und könnte denken. Dass sie nicht kochen kann, ist nicht genug gewesen. Wenn sie ein Kochbuch hätte, könnte sie es nicht lesen. Wenn ich sie sehe, schaue ich sie melancholisch an. Sie kann nicht lesen und nicht schreiben und nicht kochen und nicht denken. Und ich frage mich daher, was kann sie dann? Sie ist ein herrliches Weib, sie ist ein himmlisches Weib. Die Worte gehen mir aus, wenn ich sie länger beschreibe. Sie ist ein herrliches Weib, sie ist ein einziges Weib. Aber ach, sie kann nicht tanzen. Sie hat ein vorderes Stück sowie ein hinteres Stück. Und geht das eine nach vorn, dann geht das andere zurück. Ich liebe beide so sehr, denn deine bringen mir Glück. Aber ach, sie kann nicht singen. Ich könnte sie allenfalls zu einem Lehrer bringen, wo sie was lernen könnte, beispielsweise singen. Jedoch das wäre erst der Anfang dann vom Ganzen. Denn wenn sie singen könnte, könnte sie noch nicht tanzen. Sie kann nicht singen und nicht tanzen und nicht lesen und nicht schreiben und nicht denken und nicht kochen. Und ich frage mich seit Wochen, ist das ein herrliches Weib? Sie ist ein herrliches Weib! Um die Ecke steht mein Boot. Komm, ich zeige dir die Zulus und die schönsten Honolulus, aber nicht nach Hause. Zu Hause ist der Tod. Komm mit mir, schöne Dame, in den Dackelpalmenhalm. Auch in der Südsee gibt's ein Überangebot. Komm, wir fliegen nach Kentucky, nach Paris, nach Nagasaki, aber nicht nach Hause. Zu Hause ist der Tod. Der Tod ist jeden Tag bei mir zum Essen. Er unterhält sich nämlich gern mit meiner Frau. Er hat die Küche frisch gestrichen, grau und grau. Und wenn ich komme, spendiert er eine Runde und gegen neun schläft er vom Fernseher ein. Er liebt Prinzessinnen, Schlagersänger, Hunde. Ich möchte nicht zu Hause sein. Komm mit mir, schöne Dame, komm, wir fliegen nach Hawaii. Gleich im Nebenzimmer wartet mein Pilot. Oder fändest du es schicker in New York, in Costa Rica, aber nicht nach Hause. Zu Hause ist der Tod. Die Ruhe dort ist wie im Grabe. Mein Wohnzimmer, das ist ein Labyrinth. Am Küchenofen sitzt bei uns ein Erbe und in der Ecke schreit ein unbekanntes Kind. Die Bilder fangen abends an zu brüllen. Die Wasserleitung singt das alte Lied. Der Tod sitzt da und kaut Pastillen. Man freut sich fast, wenn man ihn sieht. Ich hab so Angst, ich schüttle seine Hände und sag, wie geht's dir, Kumpel, bist du auch gesund?
Er blickt mich an und glaube mir, sein Blick spricht Bände. Meine Frau kommt herein und küsst mich auf den Mund. Komm mit mir, schöne Dame, wünsch dir alles, was du willst. Ich bin zugänglich für jedes Angebot. Komm, wir fliegen in den Süden zu den fernsten Latitüden. Lass dich küssen unter Palmen und auf salzburgischen Almen. Ich bin überall zu Hause, nicht zu Hause. Denn zu Hause ist der Tod. Es ist traurig, wenn Liebe erkaltet. Es ist furchtbar, wenn Liebe vergeht. Doch wie kann man von Liebe erwarten, dass sie immer und ewig besteht? Nur ich liebe jede auf immer, ganz ohne mir das Leben zu erschweren. Und ich werde geliebt. Und wie ich das mache, das will ich Ihnen jetzt erklären. Bidlabu, bidlabu, bidlabing, bambu. Unsere Liebe hatte gerade noch angefangen. Da schlitzte ich die Kehle der Katrein. Das heißt, sie liebte mich, solange sie lebte. Und wegen dem Bissen schlitzen wird sie nicht böse sein. Bidlabu, bidlabu, bidlabing, bambu. Unsere Liebe war kaum älter als 2 Stunden. Da nahm Janine eines Tages ein Aspirin. Das war kein Aspirin, das war Strychnin. Aber heute noch liebe ich Janine. Adelheid warf ich in die Elbe, gleich bei Königstein, niemand hat's gesehen. Und auch sie wird mir verzeihen, denn gerade bei Königstein ist die Elbe doch so wunderschön. Bidlabu, bidlabu, bidlabing, bangbu. Also was kann eine Frau dann noch verlangen? Nach dem Tod ist sie stets noch mehr verehrt. Kam der Tod doch etwas schnell, das ist nur originell. Und bis jetzt hat sich noch keine beschwert. Zum Beispiel Lola mit den Engelsmienen legt auf die D-Zugschiene. Lilli, Lene und Marianne starben in der Badewanne. Liese schloss den Lebenswandel durch ein großes Ziegelstande. Lustig ist die Jägerei, Lotte war im Weg dabei. Buh, bitlabu, bitlabing, bang, buh. Unsere Liebe war kaum älter als 2 Stunden. Da stieg ich auf den Turm mit Rosmarin. Bei Yvonne hab ich vergessen, den Gashahn abzudrehen. Und die Blumenspenden flossen wie noch nie. Bidlabu, bidlabu, bidlabing, bambu. Nur die Sonja wollte mich versichern lassen. Also, das ärgerte mich sehr. Das hat mich so verdrossen. Ich hab sie schnell erschossen. Und heute lieb ich sie nicht mehr. Aber Anneliese hätte die Krankheit überwunden. Nur leider trank sie die falsche Arznei. Und Frieda hatte satt das Leben, wollte selbst den Tod sich geben. Selbstverständlich half ich ihr dabei. Bidlabu, bidlabu, bidlabing, bambu. Aber heute habe ich eine Frau gefunden. Ganz bestimmt die schönste Frau der Welt. Und jetzt darf ich es nicht verpassen, mir das Messer schleifen zu lassen. Und dann muss ich die Pistolen vom Pistolenputzer holen. Eine Sense muss ich borgen, das Ersehen, das kommt erst morgen. Eine Axt von bester Güte, für die Leiche eine Tüte. Auch einen Besen hätte ich gern, um die Knochen aufzukehren. Das Petroleum, das habe ich schon bestellt. Bidlabu, bidlabu, bidlabing, bambu. Schöne Frauen kosten sehr viel Geld. Bis später. Lasst uns das Leben genießen, solange wir es nicht begreifen. Oh, ich liebe das Mädchen mit den 3 blauen Augen. Nicht 1, nicht 2, nein, 3 blauen Augen. Ja, wenn ich in ihre 3 Augen schau, wie blau, wie blau, wie blau. Es gibt sehr viele Menschen mit 2 blauen Augen, doch nur mein Mädel hat 3 blaue Augen. Wenn sie schläft, schließt sie 2 und mütterlich wacht das 3. über mich. Wenn wir 2 spazieren gehen, Aug in Aug, Aug in Aug und Aug,
bleibt so manches Märchen stehen, dass ich denk, es wäre nett, wenn's auch selbst ein drittes hätte. Oh, wie gern tu ich Küsse von ihren Lippen saugen, doch, doch, lieber küss ich die drei blauen Augen. Ich könnte sie küssen in einem Fort. Hier und hier und dort. Heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so hab auch ich die Ehre und mach jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich hab keine Ahnung, was Musik ist, denn ich bin beruflich Pharmazeut. Aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist. Je schlechter, desto mehr freuen sich die Leute. Es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten als Musikkritiker. Sollte ich etwas Schönes finden, muss ich es unterbinden als Musikkritiker. Mich kann auch kein Künstler überlisten, da ich ja nicht verstehe, was er tut. Drum sag ich von jedem Komponisten, erst nachdem er tot ist, ist er gut. Ja, endlich habe ich einen Posten und die Zeitung lässt es sich was kosten. Ich sitz auf dem ersten Platz und die Sänger sehen meine Fratze. Auch und Eck und Boris Blacher fürchten meine hohen erfüllten Lacher. Hinde mit Stravinsky und Varese sind zwar gut, doch ich bin böse. Ja, ich könnte zufrieden sein. Das Schicksal hat mich reich beschert. Aber oh, mich belastet nur eine Verrücktheit. Ich merke es in jedem Konzert. Ich sehe, wie das Publikum weich wird wie Wachs, wenn Musik alle Sinne bewegt. Ich sehe, wie manch trutzigem Manne ein Tränchen der Rührung die Brille beschlägt. Nur für mich hat das Zuhören keinen Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Ich sehe, wie ein liebliches Mädchen die Hand ihres Jünglings ergreift und sie drückt. Wie eine Großmutter zitternd die Halskette abmacht, weil sie sonst vor Rührung erstickt. Nur ich sitz da und höre nicht einmal hin, weil ich unmusikalisch bin. Zu Weihnachten schenkt man mir immer Platten. Ich brauch keine neue Schuhe. Wo ich auf Besuch bin, spielt man Platten. Ich sitz im Schatten und höre nicht zu. Aber andere hören zu und der Zauber der holden Musik macht die ganze Welt schwach. Die Bösen werden gut und die Kranken gesund, besonders bei Mozart und Bach. Nur ich sitz da und kratz mich stur am Kinn, weil ich unmusikalisch bin. Als Kind habe ich auch Klavier gespielt und übte brav zu Haus. Doch über gewisse Stücke kam ich nicht hinaus. Dann habe ich auch noch Geige gespielt und übte brav und viel. Und dann ist mein Geigenlehrer gestorben und hat mir sein Geld vermacht unter der Bedingung, dass ich nie mehr spiele. Aber irgendwas musste ich schließlich tun. So versuchte ich es als Autor. Und ein Verleger, zu dem ich kam, flüsterte mir ins Ohr: Schreiben Sie doch ein Buch über Schubert. Schreiben Sie doch ein Buch über Schubert. Also ging ich froh nach Hause, setzte mich nieder und ich schrieb. Schubert war ein Stierer, großer Komponierer. Er hat niemals Geld gehabt, also ist er heute ein Verlierer. Er schickt ja viele Töne, sicher auch wunderschöne. Für mich sind die leider bestialisch, denn ich bin ganz unmusikalisch. Ob jetzt Schubert oder Tschaikowski, Liszt oder Brahms oder Nepper Petrovsky, Sinfonie und Ouvertüre, Rock'n'Roll und die Walküre, Zauberflöte, verkaufte Braut. Für mich ist das einfach alles nur laut. Das Buch war sofort ein Riesenerfolg und es sagt mir viele Herren: Genial, großartig, Sie müssen Kritiker werden.
Ich sagte ja, und es geschah. Ich geh in Konzerte und Opern hinein und höre mir den Unsinn dort an. Den Leuten gefällt's und ich komme zu dem Schluss, an Musik ist vielleicht etwas dran. Nur was dran ist, will mir nicht in den Sinn. Weil ich unmusikalisch bin. Die Orgler klingt, ein Knabenchor singt und der Kontrapunkt tut sich verzweigen. Die Pauke zersplittert, der Konzertmeister zittert und angeblich schluchzen die Geigen. Am Schluss ertönt noch donnernder Applaus. Ich bin der einzige unmusikalische Mensch im Haus. Heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so hab auch ich die Ehre und mach jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich hab diesen Posten schlau erbeutet und ich passe nicht so wie Musik. Und dass mir Musik so nichts bedeutet, zahle ich jetzt den Musikern zurück. Ha! Wartet nur, ihr sollt es büßen, betet zu den Füßen des Musikkritikers. Dass die Welt es wisse, lest die lustigen Verrisse des Musikkritikers. Ich bin konsequent und ich erkenne kein Talent. Und da ich weiß, dass ich nichts kann, lass ich auch niemand anders ran. Und der Redakteur schätzt meine schlechte Meinung sehr. Schreit das Publikum, hurra, das nützt dir nichts, denn ich bin da. Und auch den Kollegen komme ich immer sehr gelegen. Denn jedem Künstler ist es recht, wenn man von anderen Künstlern schlecht. Nieder mit Musik! Die Welt ist eine Ansammlung von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und nur selten amüsieren. Um euch alle zu beschreiben, fehlt die Zeit hier momentan. Und so führe ich noch einige als Beispiel an. Ja, ein Dramatiker ist ein Stückeschreiber. Und ein Fanatiker ist ein Übertreiber. Und ein Botaniker ist ein Blumengießer. Und ein Romantiker ist ein Frauengenießer. Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker, der Pension kriegt, wenn er nicht mehr gut gefällt. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Die Amerikaner sind die Haupttouristen, die Lilliputaner sind die Zwergpopisten und der Persianer ist der Abgewetzte und der Mohikaner ist der Allerletzte. Ein Alkoholiker ist ein Exzentriker, der sich selber seines Lebensglücks beraubt. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt? Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Ist er wirklich so vonnöten, wie man glaubt? Man braucht Kesselflicker und Autobuslenker, Elektrotechniker und Serviettenschwenker. Vor Gericht braucht jeder einen Verteidiger. Dieser Verteidiger ist Akademiker. Ich bin kein Zyniker und kein Polemiker. Ich verehre diese Leute wirklich sehr. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Eines Tages gibt's ihn sicherlich nicht mehr. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Eines Tages gibt's ihn sicherlich nicht mehr. Doch mal ihrer Arbeit fern. Gehen Sie stattdessen spazieren. Na, wenigstens vormittags, das macht doch Spaß. Schlafen Sie aus oder lesen Sie was. Alles wird weitergehen ohne Sie. Sie würden gar nichts riskieren. Sie werden sagen, wenn alle das täten, wie sollte die Welt dann florieren? Ja, wenn alle das täten, dann würde halt nichts mehr passieren. Aber sonst würde gar nichts, nein, sonst würde gar nichts, rein gar nichts den Leuten passieren. Oder machen Sie gerade Ihr Studium? Und macht das Studium Sorgen? Noch jung und gesund sind Sie, das ist doch fein. Lassen Sie einfach das Studium mal sein. Werden Sie verhungern? Bestimmt nicht gleich. Heute verhungert man morgen.
Sie werden sagen, wenn alle das täten, dann würde die Welt nicht florieren. Ja, wenn alle das täten, wenn alle das täten, dann würde halt niemand studieren. Aber sonst würde gar nichts, nein, sonst würde gar nichts, rein gar nichts den Leuten passieren. Deswegen geht die Welt doch nicht unter. Sie geht eher unter, wenn's so bleibt wie jetzt. Mut macht erfinderisch, glücklich und munter, nur Angst macht uns hungrig, verwirrt und verhetzt. Seien Sie nicht immer so angepasst. Tun Sie, was andere ärgert. Andere rechnen, dass sie sich bemühen, ihnen die Kohlen aus dem Feuer zu ziehen. Finden Sie Kohlen denn wichtiger als Ihr eigenes Leben? Sie werden sagen, wenn alle das täten, dann würden sich viele doch grämen. Ja, wenn alle das täten, dann müssen halt alle mehr Rücksicht auf andere nehmen. Wenn alle das täten, dann müssen halt alle mehr Rücksicht auf andere nehmen. Lassen Sie Ihre Karriere mal sein. Wem soll Ihnen je etwas nützen? Ja, Sie verdienen sich später mal krumm. Aber bis Sie das Geld haben, ist die gute Zeit um. Außerdem müssen Sie Tag für Tag schuften und schäumen und schwitzen. Sie werden sagen, wenn alle das täten, dann läge die Menschheit ja brach. Ja, wenn alle das täten, dann dächte man über das Brachliegen etwas mehr nach. Wenn alle das täten, dann dächte man über das Brachliegen etwas mehr nach. Steigen Sie aus und die Sorgen verschwinden. Wer stets zur Hand ist, den kann keiner finden. Ehrbaren Leuten ist schwer zu verzeihen und der Verlässliche werket allein. Werden Sie den morgigen Tag noch erleben? Lieber am heutigen Tag einen heben. Fortschritt ist tödlich und Geld keine Frau. Planung ist falsch und der Himmel ist blau. Leben Sie doch endlich im Sonnenschein. Tot sind Sie erst als Gerippe. Gehen Sie nicht immer im gleichen Schritt. Machen Sie einfach den Tanz nicht mehr mit. Sicher werden andere sauer sein. Auch Sokrates hat nix an Tippe. Sie werden sagen, wenn alle das täten, dann würde doch nichts funktionieren. Ja, wenn alle das täten, wenn alle das täten, dann müsste man improvisieren. Dann gäbe es keinen Krieg, keinen Autogestank, keinen schmutzigen Mehl, keinen. Am Morgen unterhalte ich mich mit Barbara. Sie steht dann neben mir und kocht Kaffee. Die Reise zum Büro mache ich mit Barbara. Ich hoffe, dass ich Barbara einmal sehe. Träume sind nicht Schäume oder Schall und Rauch, sondern unser Leben, so wie wache Stunden auch. Wirklichkeit heißt Spesen, Träume sind Ertrag. Träume sind dir sicher schwarz auf weiß wie Nacht und Tag. Am Abend kehr ich heim zu meiner Barbara. Sie wartet schon und freut sich sicherlich. Und geh ich dann zu Bett, so weiß ich, Barbara liegt schon im Bett und wartet still auf mich. Manche gehen ins Kino oder ins Café.
Manche schließen Ehen und das Scheiden tut dann weh. Manche haben Kinder, viele haben Streit. Andere sind erfolgreich und zum Träumen nicht bereit. Am einfachsten und billigsten ist Barbara. Sie isst nicht viel und nimmt nur wenig Raum. Wir wünschen allen Menschen eine Barbara. In Wirklichkeit doch besser noch im Traum.